Wir haben heute das Thema Parkinson. Jeder kennt diesen Ausdruck, jeder weiß und jeder weiß, was passiert. Und jeder hat natürlich Angst davor. Das wollen wir erstmal erklären, was ist Parkinson? Parkinson ist also erstmal ein Eigenname. Ja, der Eigenname stammt also von einem englischen Arzt, der Anfang des 19. Jahrhunderts, James Parkinson, dieses Krankheitsbild beschrieben hat. So im Umgangssprachlichen nennen wir das eigentlich die sogenannte Schüttellähmung. Schüttellähmung heißt also, eine gewisse Unruhe ist da in den Extremitäten zu sehen und auf der anderen Seite ist auch die motorische Seite, also die Bewegung, die ist eingeschränkt. Und die gehört sozusagen zu den Bewegungsstörungen, die Erkrankung. Und woran kann man das erkennen? Wie es der Name sagt, es betrifft in erster Linie erstmal das motorische System. Das heißt, die Bewegungen, die verändern sich. Ist eine Erkrankung, die häufig im etwas fortgeschrittenen Alter auftritt und vor allen Dingen dadurch charakterisiert ist, dass die Beweglichkeit sich verändert. Vor allen Dingen, also die Verlangsamung sieht man, also alle Bewegungsabläufe würden sich verlangsamen, ja. Und zusätzlich kommen dann noch andere Dinge, wie zum Beispiel ein sogenannter Tremor dazu. Das ist so ein Zittern, wenn man so will, der in Ruhe auftritt. Und das sind solche Symptome, woran man die Parkinson'sche Erkrankung erkennen kann. Ich nenne mal ein paar Promis, wo das auch so ist. Also sehr bekannt ist Muhammad Ali, Boxweltmeister damals, der die Parkinson-Erkrankung bekommen hat. Anderes Beispiel wäre vielleicht Johannes Paul II., wo man das auch gesehen hat, oder auch in der Historie Hitler hat das auch gehabt. Ja, also das ist sozusagen sind gute Beispiele für diese Parkinson-Erkrankung. Zum Teil habe ich ja jetzt schon gehört, es ist eine Verlangsamung, man merkt es, das wären praktisch die ersten Symptome. Oder gibt es da noch andere Anzeichen, wo man sagt, oh, ich muss jetzt mal zum Arzt, hier stimmt was nicht? Wenn das motorische System betroffen ist, ist das meistens schon manifestiert. Es gibt vor diesen motorischen Symptomen gibt es bestimmte Frühsymptome. Die sind natürlich unspezifisch, ja, das heißt also, das kann man unterschiedlichen Erkrankungen zuordnen, aber es gibt da eine gewisse Häufung. Häufiges Frühsymptom sind zum Beispiel Riechstörungen, die bei diesen Patienten auftreten. Dann gibt es andere Frühzeichen, wie zum Beispiel Störungen im Bereich des Schlafes, Schlafstörungen, dass diese Patienten während einer bestimmten Schlafphase Bewegungen zeigen, die man sonst normalerweise nicht sieht. Ja, dann solche, wir nennen das vegetative Symptome, Obstipation kann da eine Rolle spielen, auch Stimmungsschwankungen mitunter. Das sind alles so mitunter Vorzeichen für eine solche Erkrankung. Vegetativ, wenn ich das höre, also ist Parkinson, spielt sich im Kopf ab, also im Gehirn. Das ist eine Erkrankung innerhalb des Gehirns. Wir nennen das also neurodegenerative Erkrankung. Ist nach der Demenz die zweithäufigste in unserem Fachgebiet. Und dort gibt es also eine Störung, einen Abbau bestimmter Zellen in einem Hirnareal, die dafür zuständig sind, bestimmte Botenstoffe zu produzieren. Das ist das Dopamin. Und dieses Dopamin wird also nicht im ausreichenden Maße hergestellt. Und aufgrund dieses sogenannten Dopaminmangels entwickeln sich dann diese motorischen Symptome. Wann tritt oder wann kann man erkranken an Parkinson? Ist das jetzt altersbedingt, ein bestimmtes Alter oder kann das auch ein junger Mensch bekommen? Das ist unterschiedlich. In der Regel die meisten Patienten, die erkranken im etwas fortgeschrittenen Alter. Es gibt auch jüngere Formen, aber in der Regel im Schnitt sind das eher die älteren Patienten, die so eine Erkrankung bekommen können. Und würde mal so sagen, so um die 60, 60 plus kann sich das durchaus schon mal manifestieren. Schwierigkeit, wie gesagt, am Anfang ist die frühzeitige Erkennung. Denn je eher Sie das erkennen, desto eher sind eben die Behandlungschancen, erhöhen sich die Behandlungschancen. Aber das ist eben sehr schwierig.
Wie sehen denn die Möglichkeiten einer Behandlung überhaupt aus? Es gibt also aufgrund eben dieses Mechanismus, den ich beschrieben habe, in erster Linie Medikamente. Dieses Dopamin, dieser sogenannte Botenstoff, der kann auch als Medikament zur Verfügung gestellt werden. Zusätzlich zu diesem Dopamin gibt es aber auch noch andere Medikamente, die dort zum Einsatz kommen, die letztendlich, sagen wir mal, die Bereitstellung dieses Botenstoffes eben mit verbessern. Ja, weil ohne diesen Botenstoff wird es eben mit der Beweglichkeit sehr schwierig. Also man kann da sehr gut Einfluss nehmen auf diese Erkrankung. Man muss das immer individuell überlegen, welcher Wirkstoff, in welcher Dosierung, in welcher Kombination. Und man kann das verhältnismäßig gut beeinflussen. Wichtig ist bei diesen Formen der neurodegenerativen Erkrankung, dass das Erkrankungen sind, die bis heute nicht aufgeklärt sind, die unheilbar sind. Aber man kann mittels moderner Medikamente die Erkrankung verzögern und beeinflussen. Wenn man dann doch das ertragen muss, sage ich mal, oder das Ganze erleidet, gibt es auch Nachfolgeerkrankungen? Jetzt gehe ich mal auf die Psyche ein. Weil wie geht ein Mensch damit um? Könnte der dann nicht dadurch auch in gewisse Depressionen reinfallen oder etc.? Also die Parkinson-Erkrankung äußert sich häufig in Form von motorischen Symptomen, aber es sind eben nicht nur motorische Symptome, das kann auch andere Störungen nach sich ziehen. Dazu gehört natürlich auch die Psyche dazu. Im Krankheitsverlauf ist es nicht selten so, etwa ein Drittel kann also auch im Rahmen der Parkinson-Erkrankung eine Demenz entwickeln. Das heißt also, die Vergesslichkeit, die spielt eine ganz große Rolle. Und insofern hat also diese Erkrankung jetzt nicht nur Auswirkungen auf die Motorik, sondern durchaus auch auf die Psyche. Ja, und was das im Alltag bedeutet, das kann man sich ja dann vorstellen. Also zum einen eben motorisch deutlich eingeschränkt und zum anderen lässt dann eben auch die Hirnleistung noch nach, das Gedächtnis lässt nach. Und letztendlich sind die Patienten dann höchstgradig pflegebedürftig und brauchen eben pflegerische Unterstützung, weil alleine würde das auf die Art und Weise gar nicht mehr möglich sein. Ja, das ist alles nicht sehr angenehm, was man hört. Kann man überhaupt Betroffenen so als Schlusswort jetzt einen Rat geben? Das ist schwierig, weil ungefähr 75% der Parkinson-Erkrankungen, und das sind die häufigsten, da ist die Ursache nicht klar. Also wir wissen bis heute nicht, warum diese Parkinson-Erkrankung auftritt. Ja? Insofern ist es schwierig, da einen Rat zu geben. Es gibt andere Erkrankungen, da ist es verhältnismäßig klar, aber in der Konstellation ist es extrem schwierig. Ja? Das Einzige, und das ist das, was uns immer noch optimistisch macht, ist eben die Möglichkeit, pharmakologisch Einfluss zu nehmen durch diese speziellen Medikamente. Und auch bei, sagen wir mal, Problemen mit den Medikamenten, jedes Medikament hat natürlich Nebenwirkungen, gibt es darüber hinaus auch noch Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Das geht also bis hin zur Hirnstimulation, wir nennen das tiefe Hirnstimulation, oder man könnte auch sagen, das ist ein sogenannter Hirnschrittmacher. Auch das sind Möglichkeiten, dort eben Einfluss zu nehmen, aber mehr als Einfluss nehmen, sowohl medikamentös als auch mit solchen Geräten, gibt es jetzt aktuell leider noch nicht. Und ich hoffe eben, dass die Forschung dort weiter voranschreitet und dass wir da vielleicht irgendwann mal etwas mehr wissen über diese Erkrankung. Herr Dr. Schulz, wir bedanken uns fürs ausführliche Gespräch und alles Gute für Sie. Danke. Danke auch.